Die Freude bei der Linkspartei nach der Verkündung der ersten Hochrechnungen ist groß. Sie wird bei der Landtagswahl in Thüringen stärkste Kraft und erzielt mit rund 30% bislang ihr bestes Ergebnis in dem Bundesland. Wir haben zum ersten Mal eine Landtagswahl gewonnen. Damit belohnen die Wähler die Arbeit des amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Enttäuschung hingegen bei der CDU. Wir haben für diese demokratische Mitte gekämpft und diese demokratische Mitte hat keine Mehrheit bekommen. Das stimmt uns nachdenklich. Die Christdemokraten landen nur knapp über 22%. Die CDU rutscht damit in Thüringen auf Rang 3 ab, muss zweistellige Verluste hinnehmen und wird von der AfD überholt. Die rechtspopulistische Partei um den Spitzenkandidaten Björn Höcke hat ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Wahl 2014 verdoppelt. Sie kommt auf fast 24% der Stimmen. Ich verneige in Demut mein Haupt vor dem Thüringer Wähler. Die Thüringer haben heute die Wende 2.0 gewählt. Bei der SPD setzt sich der Abwärtstrend mit einstelligen 8% hingegen fort. Grüne und FDP klettern nur knapp über die 5%-Marke. Die Regierungsbildung wird damit kein Selbstläufer. Alle Parteien haben eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen. Und eine Fortsetzung einer rot-rot-grünen Landesregierung könnte aufgrund der schwächelnden kleinen Koalitionspartner SPD und Grüne scheitern.